Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem heute etwas anderen Video auf meinem Kanal. Ich habe das die letzten Tage auf meinen anderen sozialen Plattformen schon ein bisschen angeteasert. Heute wird es ein Announcement-Video geben. Ich habe nämlich richtig, richtig, richtig coole Neuigkeiten, die ich endlich mit euch allen teilen möchte. Und zwar geht es um mein neues Projekt, das wir seit Monaten planen, wo schon eine Menge Arbeit reingeflossen ist und was jetzt in Kürze an den Start gehen wird. Und zwar wird es dabei um einen Podcast gehen. Ihr habt es mitbekommen, ich habe in den letzten Jahren viele Gastauftritte gehabt bei anderen deutschen Podcast-Formaten, war immer wieder regelmäßig irgendwo zu Gast, immer wieder am Start gewesen bei verschiedenen Formaten. Und ich habe immer so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt oder die Idee gehabt, wäre doch eigentlich ganz cool, wenn ich meinen eigenen Podcast hätte, meine eigene Plattform, wo ich selber jede Woche über Basketball reden kann, über die NBA reden kann, in ausführlicherer Form, als es auf YouTube zum Beispiel möglich ist. Und habe aber nie so wirklich die 100% konkrete Idee gehabt. Und was der Hauptgrund war, dass es so lange gedauert hat, ist, dass ich nie wirklich einen Partner hatte, beziehungsweise auch niemanden wirklich direkt im Kopf hatte, der bei diesem Projekt mit am Start sein könnte, wo ich mir wirklich vorstellen kann, okay, da ist die Chemistry da, das passt, weil wir über Basketball ähnlich denken. Und es war nie so wirklich dieses Match made in heaven mit irgendjemandem da. Und von daher habe ich immer gesagt, okay, ich warte ab, bis diese Person irgendwann kommt und dann wird dieses Podcast-Projekt an den Start gehen. Und die gute Nachricht, ich habe diese Person gefunden. Ich habe jemanden gefunden, mit dem ich mir vorstellen kann, einen Podcast zusammen zu machen. Und Gott sei Dank hat diese Person auch Bock darauf, das mit mir zusammen zu machen. Und ehe ich euch jetzt ihn vorstelle und euch von ihm jetzt erzähle, werde ich ihn jetzt einfach mal anrufen. Mach mal einfach mal einen Videoanruf und dann kann er selber ein paar Worte zu euch sagen. Ich hoffe, er geht dran. Ah, da ist er. Hey, Bro! Ja, Bro, was geht's? Na, ich mach dich mal ein bisschen lauter. Ich bin gerade dabei, unser Announcement-Video aufzunehmen, wo es um unseren neuen Podcast geht. Und ich dachte, ich den Leuten jetzt großartig von dir erzähle, dachte ich mir, mach ich mal ganz kurz einen Videoanruf und dann kannst du dich selber ein bisschen vorstellen. Ich kann dich auch gerne mal ein bisschen in die Kamera halten und dann kannst du dir mal ein paar Worte über dich sagen, wenn du möchtest. Okay, bei mir. Ja, bis gleich. Okay, ja, gerne. Okay, bis gleich. Bis zu meiner Wohnung? Ja, ich bin in der Wohnung. Okay. Ach. Ja? Ach, nee. Das ging schnell. Grüß dich. Na? Was geht? Hol dir erstmal einen Stuhl oder sowas. Ja, ich war gerade dabei, dich ein bisschen vorzustellen, aber wenn du jetzt einmal hier bist. So, mein Lieber. Schönes Dessau erstmal. Danke. Danke. Ja. Hi, ich bin Lorenzo. Ich bin Sportjournalist, inzwischen unter anderem Kollege von Julius beim Got Next Magazine. Ich bin genauso basketballverrückt wie viele von euch, die dieses Video wahrscheinlich sehen werden. Und wir kennen uns seit Anfang des Jahres. Ja. Seit Anfang dieses Jahres. Du bist in meine DMs geslidet. Ich bin in deine DMs geslidet. Genau, und ich habe geantwortet. Und dann sind wir zusammen nach L.A. geflogen. Auf einen NBA Trip, haben uns dann mal Spiele angeschaut und sind Bros geworden. Und haben dann über Basketball immer wieder diskutiert, gemerkt, dass wir ähnlich denken über diesen Sport, dass wir beide ein bisschen Ahnung haben über diesen Sport. Und dann bin ich irgendwann herangetreten an dich mit der Idee, beziehungsweise mit der Frage, ob du Bock hättest, mit mir einen Podcast zu starten. Ich war begeistert, für mich persönlich auch schon immer ein Traum gewesen, einen Podcast zu haben, über die NBA, über Basketball quatschen zu können mit einem Gleichgesinnten. Also haben wir uns dran gesetzt, haben über Monate hinweg ein, wie wir finden, sehr cooles Konzept erarbeitet. Und das dürfen wir euch heute stolz präsentieren, denn wir sind ab sofort der Double Step Back Podcast und das hier ist unser Logo. Angefertigt von? Shoutout an unseren Kumpel Pascal. Sein Instagram-Channel wirst du unten verlinken in der Videobeschreibung. Check den Mann aus. Sehr talentierter Künstler, einfach sehr cooler Typ. Danke Pascal für das coole Logo. Genau, erstmal zum Namen. Double Step Back. Das Double ergibt sich schon ein bisschen von selber. Wir sind zu zweit. Und Step Back bedeutet einfach, dass wir uns das große Ganze anschauen wollen. Ein bisschen uns das Bigger Picture, dass wir über den Teller angucken wollen, dass wir aktuelle Themen nehmen wollen, ein bisschen rauszoomen, Schritt zurück machen und Basketball im Großen und Ganzen
ja, versuchen, den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Und so sind wir quasi auf diesen Namen gekommen, Double Step Back Podcast. Das ist die Idee. Am Donnerstag geht's los. Diesen Donnerstag wird unsere erste Folge rauskommen. Wir haben extrem viel Bock. In der ersten Folge soll es um die Contender gehen. Die NBA-Favoriten, genau, der kommenden Saison 2022-2023 auf einer Bigger-Picture-Ebene. Wir stellen uns die Frage, was ist eigentlich ein Contender? Welche Kriterien müssen erfüllt werden? Welche Bausteine braucht ein Team? Welche Eigenschaften muss eine Franchise mitbringen, um sich in Saison X, in diesem Fall in der kommenden Saison, tatsächlich auch Hoffnungen auf den Titel machen zu können? Und das wollen wir uns anschauen. Was ist ein NBA-Contender? Was macht es aus, Contender zu sein? Und dann natürlich wieder reinzoomen auf die kommende Saison. Welche Teams haben unserer Meinung nach die beste Grundlage, sich Contender nennen zu dürfen? Ja, und dann wollen wir natürlich auch über die Opening Night reden. Die Folge kommt Donnerstag raus. Da wurde schon NBA Basketball in der kommenden Saison gespielt. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen eingehen auf die Spiele der Opening Night. Werden wir kurz drüber quatschen. Wir haben mega Bock, dass es endlich losgeht. Wir haben da viel Arbeit reingesteckt, jetzt schon. Und am Donnerstag ist es endlich soweit, dann könnt ihr euch die erste Folge anhören. Ja Leute, also brennt ein Feuerwerk ab bitte. Teilt das, erzählt es euren Basketball-begeisterten Freunden, schaltet ein, schreibt uns dann bitte auch Rezensionen, Feedback, freuen wir uns natürlich auch sehr. Ab Donnerstagmorgen, also auch direkt für die Leute, die es sich gerne anhören wollen, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule, könnt ihr euch anhören überall, wo es Podcasts gibt. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock auf dieses Projekt, wie wir es haben. Und das wäre es dann auch schon mit diesem Announcement-Video. Ja, und dann machen wir uns an die Arbeit und versuchen euch ein geiles Produkt zu liefern. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Double step back out. Glaubst du, es könnte sich durchsetzen? Nope. No chance. Denn wir sind ab sofort der Double Step Back Podcast. Ich bin dran. Ja, du bist dran. Okay. Denn wir sind ab sofort der Double Step Back Podcast. Ich meine, das war jetzt dieses Stepsister. Okay, okay, warte mal. Oh ja. Okay, jetzt ohne Lachen. Okay. Zu meiner Wohnung? Jetzt war zumindest schon mal. Jetzt war zumindest schon mal der erste Satz draußen. Baby Steps. Okay. Jetzt läufst du durch, okay. Bist du mein. Digga! Das kann doch nicht so schwer sein, Alter! Das kann doch nicht so schwer sein. Welche Teams dürfen sich Contender schimpfen? Welche Kriterien schimpfen? Das ist scheiße. Okay. Und sind Bros geworden. Ja, und das haben. Das so viel, ich das sagen zu hören. Das finde ich aus. Ja, yeah, okay. Wie gewesen statt. Und jetzt bin ich hier. Ja, weiter. Left me high and dry. Wie läuft noch weiter? Das wäre so der Albtraum. Das läuft jetzt 13 Minuten. Komm nicht mit rein in die Aufnahme. Ein, wie wir finden. Habe ich dir irgendwann gefragt, ob du Bock hast, mit mir einen Podcast zu machen? Und dann beendest du quasi meinen Satz auf Couple. Dann sag ich, dann habe ich gesagt, take me out to dinner first. Ja, mach mal. Muss ja auch kein One-Take-Ding werden. Ach, nein. Okay. Setz dich mal. Ja, das finde ich gut so. Dann sieht man meine fetten Beine nicht.
Und man hat unsere Bilder gut im... Meine auch nicht. Just Stick from Germany. Ja, easy. Und dann irgendwann so... Sollen wir Schuhe? Müssen wir die Kurzszene jetzt nochmal drehen? Nein, das passt schon. Wird schon gehen. Okay. So, drehen wir es nachher nochmal. Okay. Ja, da bin ich. Stuhl? Ja. Stuhl. Ja.